Ich möchte heute darüber sprechen, wie der Gefühlsklärer mit seinen Verstandeskräften den Dualseelenprozess reguliert. Er wirkt wie eine Drosselklappe an einem Ofen, die dafür sorgt, dass das Feuer nicht zu groß wird, dass das Holz nicht zu schnell verbrennt und dass der ganze Prozess in einem angenehmen, gesunden, verträglichen Tempo abläuft. Also die Verstandeskräfte des Gefühlsklärers, über die wir uns so häufig aufregen, weil sie uns so im Weg zu stehen scheinen, haben ihre Funktion, so wie alles in diesem Prozess seine Funktion hat. Die Dualseelenliebe ist göttlich und göttliche Liebe ist von einer Intensität, die in ihrem vollen Umfang nicht für Menschen gemacht ist, weil der Mensch in seiner relativ gesehen niederen Schwingung das gar nicht aushält. Diese Liebe ungefiltert würde sein System sprengen. Sie würde seine Zellen aufbrechen, die Zellkerne würden quasi implodieren. Und deshalb ist es so notwendig, ja lebensnotwendig, dass da jemand ist, der aufpasst. Und das ist der Gefühlsklärer. Loslasserin und Gefühlsklärer wirken wie zwei Zügel in dem Prozess. Der eine zieht hier, der andere zieht dort. Und das sorgt dafür, dass das Ganze in der Mitte bleibt, auf einer Linie. Auf einer Linie, wo es sich vorwärts bewegen kann, wo es fließen kann. Wenn es nach der lieben Loslasserin ginge, ja, dann würde alles möglichst schnell gehen. Lieber gestern als heute, dass die beiden miteinander vereint sind, Tisch und Bett miteinander teilen, sich möglichst nie wieder voneinander trennen und Leidenschaft auf allen Ebenen auskosten und so weiter. Das ist physikalisch aber gar nicht möglich. Noch nicht. Unser Körper, unser Emotionalhaushalt, unser Denken, alles, was uns irdisch ausmacht, muss sich ganz allmählich Stück für Stück an diese hohen, intensiven Energien gewöhnen. Und das Ganze braucht Zeit. Zeit, ein Wort und eine Institution, die wir Loslasserin gerne als Feind betrachten. Das ist sie aber ganz und gar nicht. Sie dient uns. Und der Gefühlsklärer weiß das. Er ist genauso weise wie wir, manchmal vielleicht sogar noch weiser. Und deshalb reguliert er das Ganze. Er zieht die Handbremse ein bisschen an, damit der Karren nicht in den Dreck fährt oder gegen den Baum, noch schlimmer. Manchmal in den Seelenbildern, die ich für meine Klienten mit meinem dritten Auge anschaue, ist das sehr schön zu sehen. Es zeigt sich dann symbolisch wie eine halb heruntergelassene Jalousie bei dem dualen Gegenpol. Das ist sein Verstand.
der hier noch die Blende runtergezogen hat. Er hat dabei häufig ein ganz offenes, liebendes, in Flammen stehendes Herz. Und sein Verstand, sein Denken, ja, man könnte sagen, seine Kontrolle hält ein wenig dagegen. Allerdings nur in vergleichsweise einem geringen Maße. Komplett die Flammen des Herzens auszulöschen, könnte der Verstand gar nicht schaffen. Diese Macht hat er nicht. Aber er kann es ein wenig steuern. Und diese Jalousie, diese symbolisch gesprochen, diese verdeckte Augenpartie, die verhindert, dass das Licht der Liebe ihn so blendet, dass er zu erblinden droht, verhilft dazu, dass er seiner Loslasserin überhaupt begegnen kann. Ja, von dieser Seite das Ganze zu betrachten, finde ich sehr unterstützend. Und da auch dankbar zu sein, dass dieser Mann das leistet, was wir nicht leisten können, weil es nicht so unserem Wesen entspricht, zu kontrollieren, einzuschränken, zu begrenzen. Das macht er für uns, das macht er für das Ganze. Der Mann ist genauso vom Göttlichen inspiriert und geführt, wie wir es sind. Und er nimmt es auf sich, dass wir uns ab und zu über ihn ärgern, vielleicht sogar wütend sind, weil das, was er da tut bzw. lässt, uns wie eine Abweisung vorkommt. Und er lebt damit. Und die Weisheit seines Herzens reicht so weit, dass er das aushalten kann. Unseren Ärger, unsere Frustration, unseren Zweifel. Und dass er nicht in Versuchung kommt, sich hinzustellen und zu sagen, pass auf, ich weiß genau, dass wir zusammengehören, aber das Ganze braucht noch Zeit. Und hab ein wenig Geduld. Das wird er wahrscheinlich nicht tun. Einige ausgewählte Gefühlsklärer machen das vielleicht. Es kommt aber selten vor. Denn wenn er das tun würde, würde er uns unseren Prozess wegnehmen. Den Prozess unserer Vertrauensfindung.